Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Der Türgriff sieht aus, wird dann gleich auseinanderfallen. Ja. So, ich weiß nicht, wo wir den alten Schlüssel benutzen können. Moment. Knall doch die Türen nicht so zu, mein Gott, Chris. Okay, wo waren das jetzt nochmal? Ach, hier. Jo. Oh nein. Hallo. Ich sehe nichts. Nein, nicht das. Ja, genau. Jetzt bloß weg hier. Bevor die Hunde darüber springen. Was sie bestimmt tun, die Psychos. Also eigentlich mag ich Hunde, ganz ehrlich, aber in dem Spiel würde ich sie echt am liebsten abknallen. Like, they really deserve it. Because they're annoying. Was machst du, Chris? Da der Griff, der anscheinend abfliegen sollte, ist noch immer noch nicht abgeflogen. Wir wollten mir damit einfach nur Angst machen. Oder vielleicht fliegt er beim nächsten Mal ab. Aber auch nur, wenn ich von der Seite reingehe, ne? Keine Weirdo. Und jetzt haben wir hier Chemikalie gefunden. Weiß aber nicht, was das bringt, und Treibstoffkanister. Das sind wahrscheinlich auch so Items, die man auf jeden Fall noch braucht. Achso. Ja, warte schnell, das hol ich kurz raus. Ja, hier braucht man Farbbänder. Also, das ist ja nicht echt kacke, dass man... warum da ein Farbband für braucht. Ne, ernsthaft? Um zu speichern. Was habe ich eigentlich noch? 5 nur noch. Oh, warte, liegt da nicht irgendwie ein Magazin oder so drinne? Letztes Mal lag auch so ein Magazin drinne. Hier nicht, oder was? Unfassbar. Ah. What the? Was war das jetzt? Ich glaube, die kann man nämlich auch einzeln verwenden, nur bringt das halt dann nicht so viel. Was mir aber egal ist, immerhin ist es etwas. Was liegt denn da? Ich würde das gerne. Ja. Ich bin ja im Schachmatt. Sehr schön. Sorry. Oh, na. Ja, komm. Benutzen wir das einfach mal schnell verwenden. Auch wenn ich eh noch gesund bin. Ist ja egal.
Hundepfeife. Ein zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand hier heran. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss. Haben wir gemerkt? An der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollen Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Es wäre für uns beide von Vorteil. John, John. Interessant. Oh nein, wisst ihr, wie weh das gerade tut? Das tut gerade echt verdammt weh. Ich kann das scheiß Magazin nicht mitnehmen. Ah, Mann. Das regt mich gerade echt auf. Vor allem, man kann hier, glaube ich, noch gar keine Objekte wegwerfen. Lol, wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Ah, hier liegt tatsächlich noch ein Item rum, was wir allerdings nicht mitnehmen können. Deswegen gehe ich erstmal unten erstmal abspeichern. Und zweitens ein paar Objekte in die Kackkiste. Werfen wir zum Beispiel einen Hausschlüssel. Aber das regt mich auf, dass man so wenig Platz hat. Als Chill hat man, glaube ich, mehr Platz. Also um 2 halt. Was? Chris spielen? Ich meine, Chill spielt man eh nochmal im dritten Teil. Aber Chris, der kommt, glaube ich, erst wieder am 5. vor. Also den wird man halt für eine sehr lange Zeit nicht spielen. Oh, na komm. Nur das da rein. Theoretisch könnten wir auch die Hundepfeife da rein tun. Was ich jetzt allerdings mal nicht machen würde, oder? Ja doch. Komm schon. Brauchen wir gerade eh nicht. Dann könnten wir auch nämlich auch die Munition mitnehmen. Deshalb. Ich schau nochmal gut. Unter die Hundepfeife. Aber die Hundepfeife wird sehr wichtig sein, also. Wenn ich mal wieder Platz habe, soll ich die eigentlich nehmen oder wenn ich dann im Hort hingehen muss mit Hunden. Weil Hunde sind so nervig in dem Spiel. Die sind erst nur schnell und wenn du zu langsam schießt, haben sie dich schon wieder und du bist eigentlich so gut wie tot, wenn du keinen Dolch hast. Was ich tatsächlich nicht hab. Und das, was sehr scheiße ist. So, hier rum kommen wir wieder, ja genau, so rum kann man reingehen, kann man die beiden Items mitnehmen und wieder zurück. Hol. Kann man das bei dem Kamin benutzen? Ne, warte mal, nicht hier lang. Jetzt natürlich die Munition auch mitnehmen, weil die Munition ist auch verdammt wichtig. Eben gegen Hunde und Zombies. Zombies kann man auch so töten, aber... Wo lag jetzt die Munition eigentlich nochmal rum? Offenes Tagebuch, die Seiten sind ja geil. Hier. Man macht fertig, dass sie keine Musik spielt, ey. Weißt du, dass es so eine Atmosphäre schafft? Ich habe wirklich im letzten Part echt Angst vor dem Spiel bekommen. Was ich eigentlich auch finde, ist eigentlich normal.
Aber noch mehr Schiss hatte ich im zweiten mit Mr. X. Mr. X, oh verdammt. Leere Kamin. Aber warte mal, können wir das hier verwenden? Ja. Oh. Können wir das noch anzünden? Wenn ja, brauche ich das von unten nochmal. Oh, jetzt muss ich wieder da runterlaufen. Ey, ist das doch kacke. Oh. Man kann auch das Kampfmesser liegen lassen, aber ich meine, wenn ich keinen Schuss mehr habe, was soll ich dann machen? Rennen. Und hier ist an den Zombies vorbeirennen sehr schwer. Weil man nicht rennen kann. Wenn man Deutsch hat, kann man easy an denen vorbeirennen, ja. Hab ich aber nicht. Na, hier hat der Stoffkanister. Damit kann man noch Zombies anzünden. Soll aber sehr risky sein. Wenn sie nämlich nicht tot sind. Und das weiß man bei denen nicht. Und ich will es auch nicht ausprobieren, weil ich will es ja nicht verschwenden jetzt. Obwohl da ja eh ein Kanister war, dem ich sie auffüllen konnte. Aber man weiß ja nie, wann der leer geht, ne? Deswegen lasse ich es lieber. So, kann ich das jetzt verwenden? Ja. Das brauchen sie jetzt nicht. Alles klar. Ich habe gerade nachgeguckt, wir haben hier doch oben ein Feuerzeug. Das ist eine Karte von Villa, erstes Obergeschoss mitnehmen, na klar. Wir haben die Karte von Villa, erstes Obergeschoss. Hier oben ist die Karte, ne? Jo. Alles klärchen. So, was haben wir eigentlich alles mit dem Inventar? Das brauche ich nicht wirklich. Und Hausschlüssel? Nee, denke ich jetzt auch mal nicht. Ich meine, dieses, denke ich bisher ist eigentlich nur zum Zombie verbrennen und das brauche ich eigentlich nicht. Mal schon den Safe Room. Das können wir theoretisch mitnehmen. Den alten Schlüssel auch mal. Oh, die Musik macht mich so glücklich und deswegen bin ich immer voll traurig, dass ich da immer raus muss. Da ist einfach alles sicher. Da kommt keins rein. Und kann es irgendwie sein, dass wenn dich irgendwie ein Zombie bis zu einem Safe Room verfolgt, du reingehst und wieder raus, dass sie dann weg sind, wenn ja? Die Taktik mache ich. Vor allem bei den Zombie-Hunden, die sind mega nervig. Also wer die Zombie-Hunde aus Resident Evil mag, der soll mir mal erzählen, warum. Nein, hier ist keiner. Man kann nämlich immer so zählen, dann weiß man das eigentlich. Ob da einer chillt oder nicht. Finde ich es auf jeden Fall hilfreich. Boah, die zwei Zombies, wo davon einer kam. Ich bin erstmal zu schwer erschrocken, habe ich hier runterlaufen wollte und dann kam einfach nochmal einer. Die musste ich dann beide, glaube ich, mit dem Messer killen.
Habe ich zum Glück geschafft. Aber den Safe Room. Come on. Wo ich hier so glücklich war, ne? Können hier einen Fortschritt speichern. Man ist immer glücklich, wenn man eine Schreibmaschine sieht. Dann ist man wahrscheinlich in dem Teil auch traurig, wenn man kein Fahrband mehr hat. Ist meiner Meinung nach unnötig, weil es ja in den anderen Teilen auch nicht übertragen wurde. Obwohl es kann sein, dass es im alten zweiten auch noch so war, weil jetzt im Remake ist es nämlich nicht mehr so. Da kannst du einfach abspeichern, wenn du willst. Hier brauchst du ein Fahrband. Das finde ich ein bisschen, ist ein bisschen blöd. Also natürlich, es macht Sinn, ja, aber es ist auch blöd. Man kann, wenn du jetzt einfach kein Fahrband hast, kannst du einfach nicht abspeichern. Und das ist, glaube ich, jedermanns Albtraum. Gucken, was wir hier drin so Schönes finden. Eine Leiter, die ich nicht benutzen kann. Oh, nur alte Möbel. Nur alte Möbel. Ja, ein defektes Gewehr. Warum ist es denn defekt, Alter? Okay, gut. Und hier ist noch eine Blendgranate, oder? Ja, kann ich leider nicht mitnehmen. Ich kann es mitnehmen. Ah! Okay, Blendgranate ist zum Retten. Okay, gut. Ist ja gut. Okay, ich weiß noch, wo ein Gewehr rumliegt. Habe ich, glaube ich, mein letztes Mal gesehen, aber das konnte ich nicht mitnehmen. Aber dafür ist, glaube ich, das defekte Gewehr ganz gut. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall hier wieder Platz im Inventar. Zumindest hätte ich gerne Platz im Inventar. Weil ich glaube, den Edelstein brauchen wir jetzt nicht. Den kann ich einfach wegtun. Braucht keiner. Zumindest jetzt noch nicht. Nein, nicht das. Ich finde es aber gut, dass diese großen Gewehre nur einen Platz im Inventar haben. Jetzt haben sie ja, also so Schrotflinten oder so große Gewehre haben wir immer zwei. So spart man sich auf jeden Fall Platz mit seinen 6 Inventarplätzen. Zumindest bei Chris. Ich muss auf jeden Fall den einen Weg wieder gehen. Ich hoffe einfach mal, dass die Hunde da nicht rausspringen wieder, weil sonst schalte ich mich ein. Und sterb wahrscheinlich, obwohl ich habe ja jetzt sowas zum Verteidigen, aber das bringt nichts gegen 2. Wenn sich der nächste dann wieder packt. Oh ne, ich glaube, ich hatte da das Problem, dass ich gar keins hatte und deswegen von 2 gebissen wurde. Ja. Warum wird das immer weggeschoben? Wenn ich das da immer hinschiebe, so, dann denken sie sich so, nö, das bleibt jetzt da. Nein! Was ist da? Und das ist nur beim Rückweg. Und ja, den Rückweg benutze ich eh nicht. Oh Gott, dieser Blick. Muss ich jetzt noch mal lang, weil von hier komme ich. Vielleicht hier lang. Oder warte mal. Ist das das Badezimmer? Wenn ja, kann ich da direkt wieder raus. Doch, ich glaube, das ist das Badezimmer, oder? Das ist das Badezimmer, ja. Wir müssen jetzt wieder zu einem einen Raum. Ja, ich weiß, bringt viel, wenn ich einen Raum sage. Nein, ich meine damit den Raum mit dem Glasboden. Hier lang. Exactly.
Dann haben wir jetzt den Boden nicht gesehen, aber das ist auf jeden Fall der Raum. Ja, perfekt. Weil jetzt guck mal hier, das habe ich nämlich auch gesehen, aber das konnte man nicht mitnehmen, weil das geht dann nämlich runter. Und jetzt easy. Nein! Was willst du? Achso, warte, ich muss. Achso. Ah. Lala, okay. Dann haben wir hier zwei Waffen. Und noch natürlich noch das Messer. Also eigentlich drei. Aber zwei Knarren. Jetzt bin ich aber mega happy. So. Ne, im Ernst bin ich jetzt wirklich. Mein Gott, knall doch nicht die Tür so auf. Was ist mit dir? Langsam kenne ich mich ja sogar aus. Die waren auch so ziemlich den ganzen Part nur hier. Mein Gott, was soll man machen? Können ihren Fortschritt speichern. Das Fahrband verwenden? Ja. Stellraum und Ausflügel. Nö, passt so. Ich meine, wir haben doch eigentlich nur wichtige Sachen jetzt gerade. Also wir haben halt hier Fahrband. Aber warte mal kurz. Ich meine, wenn theoretisch in einem Safe Room immer eine Kiste ist, dann ist da auch immer das Fahrband. Dann bräuchte ich es doch gar nicht. Perfekt. Ich würde sagen, das war's auch mit Resident Evil. Wenn euch das Let's Play gefällt, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ich habe ja vor, die ganze Reihe zu spielen. Also wenn ihr ein Fan von Resident Evil seid, dann ist das die Zeit, wo ihr einschalten könnt. Schließlich läuft der erste Teil gerade mit dem zweiten und den siebten habe ich schon mal angetestet. Aber den werde ich auch nochmal spielen und den sechsten werde ich auch weiter spielen, wenn ich dann im fünften fertig bin. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Und ciao.